United Touch S, ein Hengst, der meistens sehr entspannt ist. Und das macht die Arbeit mit dem Sechsjährigen für seinen Reiter Hendrik Duwe ziemlich einfach. Doch entspannt zu sein reicht nicht aus, um Schleifen zu gewinnen, schon gar nicht beim Bundeschampionat. Und genau dort in Warendorf holte sich Hendrik mit dem Untouched S-Sohn im Jahr 2017 die Silbermedaille bei den fünfjährigen Springpferden. Das war phänomenal, wie er die ersten zwei Runden schon sprang und das gemacht hat. Und dann einfach auf diesem Platz, auf diesem Niveau, wo die Fünfjährigen da sind, sonntags, nachmittags, da muss man einfach ein absolutes Spitzenpferd haben. Und das entwickelt sich auch über die Tage auf diesem Platz, auf diesem Turnier. Das macht das Bundeschampionat aus. Und er hat sich wahnsinnig entwickelt, super wohl gefühlt. Und was er da Sonntag zelebriert hat, war einfach der absolute Wahnsinn. So ist es, Hendrik. Und deshalb schauen wir uns das Stechen im Finale, das, wie das gesamte Bundeschampionat, von Klipmerhorst live übertragen wurde, einmal ungeschnitten an. Mit einer 9,1 kamen die beiden aus der ersten Runde. Mal gespannt, inwieweit sie das wiederholen, vielleicht gar ausbauen können. United Touch. Untouched. Los. Das hört mit den Jubelstürmen nicht auf. Alle hier, die hier nach Warendorf gekommen sind, meine Damen und Herren, dieses Wochenende, denen wird richtig was geboten. Jawohl, jawohl. Er springt so, auch in der zweiten Runde, immer noch kraftvoll, mit einem unglaublichen Galopp darunter. Und obwohl er schon sehr großzügig die Sprünge absolviert, schafft er die erlaubte Zeit. Auch das in Ordnung. Führung 9,6. Volle Kraft voraus auf dem Turnier, ganz entspannt zu Hause. Darüber freut sich Hendrik Duwe sehr. Im Umgang mit dem Fertigmachen, also charakterlich einwandfrei, absolut super. Und wirklich lieb dabei, auch wo er ja noch so viel deckt jetzt dabei. Überhaupt gar kein Problem mit anderen Pferden. Man kann ihn zu zweit auf dem LKW stellen, einen daneben. Ist überhaupt kein Problem. Schauen wir den beiden doch einfach mal ein wenig beim täglichen Training zu. Viele denken es gar nicht, aber er hat unwahrscheinlich viel Saft und Blut und den kann man über eine Stunde am Tag reiten, der wird nicht müde, der arbeitet immer mit. Die gemeinsame Zeit der beiden begann übrigens schon sehr früh. Ja, wir haben dieses Pferd zweijährig bekommen bei uns im Stall zur Ausbildung für die Körung
Und dort ist er in Westfalen schon Prämienhengst geworden. Da habe ich ihn schon vorgestellt und habe schon die eine oder andere Zeit mit ihm verbracht, mit Longieren und Freispringen. Und es war da schon eine Liebhaberei, mit diesem Pferd zu arbeiten. Eine unwahrscheinlich gute Leistungsbereitschaft und auch beim Freispringen immer einfach Spaß gemacht zuzuschauen, wie er damit umgeht, wie er das verarbeitet mit seinem Vermögen. Das war einfach immer wieder schön anzusehen. Und vierjährig haben wir dann irgendwann auch 2, 3 Springpferdeprüfungen geritten. Die ersten, das waren Mitte des Jahres. Es war auch von Anfang an einfach Wahnsinn, dieses Pferd zu reiten und zu springen. So ein Gefühl wüsste ich nicht, dass ich das auf einem jungen Pferd mal gehabt habe. Fünfjährig dann hat er sich echt super schnell qualifiziert fürs Bundeschampionat. Und die Wochen davor, wie er sich in der Zeit gesteigert hat, wie er gelernt hat, ist einfach phänomenal und absolutes Ausnahmepferd. Ein Ausnahmepferd ist der Prämienhengst der Westfälischen Hauptkürung 2012 aus der Zucht von Julius Peter Sinnack, auch im Hinblick auf seine Abstammung. Sein Vater, Untouched S, ebenfalls gezogen von dem Unternehmer und Züchter aus Bocholt, war teuerster Hengst der NRW-Hauptkürung 2009. Er wurde zunächst von Oliver Lazarus vorgestellt, der ihn für das Bundeschampionat der 5-jährigen Springpferde qualifizierte. Hier sehen wir ihn in der Bundeschampionatsquali bei den Steinhagener Reitertagen 2012. Mit Matthijs van Asten wurde er Vize-Westfalen-Champion der 6-jährigen Springpferde. Später wechselte er in den Stall von Nick Skelton und ging erfolgreich auf Grand Prix-Niveau. Sie wurden zum Beispiel Zweiter im Großen Preis von Wellington. Danach übernahm Ben Mayer die Zügel des Untouchable-Sohnes und bewährte sich mit ihm zum Beispiel in der Global Champions Tour. Im September 2016 ist der Fuchshengst leider überraschend gestorben. Touch of Class, die Mutter von United Touch S, ist ein wahrer Zuchtjuwel. So brachte sie im Jahr 2006 den Diamant des Emily-Sohn Deauville S zur Welt. 5-, 6- und 7-jährig erreichte er unter Hendrik Dove jeweils das Finale des Bundeschampionates. Inzwischen ist der Wallach unter der US-Amazone Laura Crowd mehrfach siegreich in großen Preisen. Touch of Class ist auch Mutter von Cypria S. Sie erblickte 2007 das Licht der Welt und hat Canturo zum Vater. Hendrik Dove war mit der Stute erfolgreich bis zu Springen der Klasse 2 Sterne S. Inzwischen bewährt sich die Schwester von United Touch S unter dem Niederländer Willem Greve in Springen der Klasse 3 Sterne S. Ja, und dann taucht im Pedigree sowohl auf Vater- als auch auf Mutterseite die Stute Wippe auf. Sie ist weitaus bekannter unter ihrem Sportnamen Classic Touch. Mit der Caletto 2-Tochter war Ludger Baerbohm siegreich in Weltcupspringen in London und Göteborg 1991, wurde deutscher Meister 1992 und als Krönung holte sich Einzelgold bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Auch als Vererber konnte United Touch S vom Fleck weg überzeugen. Seine Fohlen sind sportlich aufgemacht und modern und werden sicherlich auch im Parcours von sich reden machen. Auch auf Auktionsplätzen waren sie zu finden, sowie dieses Hengstfohlen aus einer Mutter von Feuerwerk aus der Zucht von Andreas Klaassen. Es wurde über die Westfälische Fohlenauktion 2017 verkauft. Für das Finale des deutschen Fohlenchampionates 2017 konnte sich ebenfalls ein United Touch Nachkomme qualifizieren. Das Stutfohlen aus einer Mutter von Amantus aus der Zucht von Agnes Erdmann präsentierte sich in Linien überzeugender Art und Weise. United Touch S, ein Hengst, der alles mitbringt, was ein erfolgreiches Sportpferd und einen guten Vererber ausmachen. Sicherlich wird er noch viele Schleifen gewinnen und so kann man ganz entspannt in die Zukunft schauen.